Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Mann sieht rot. Na, genau. Letzte Woche, wie hieß das Zeug nochmal? Wim Tonic. Wim Ton. Ja. Wim Toe. Wim Toe. Stimmt, wurde abgekürzt. Wir leben doch nicht in den 20ern. Haben uns gedacht, wir bleiben im Farbgenre und haben im Asialaden des Vertrauens eine dänische von der Carlsberg Brauerei verbockte Erdbeer-Kiwi-Fanta besorgt, um später festzustellen, dass die deutsche Erdbeer-Fanta mit Kiwi-Geschmack ist. Deswegen der ultimative Vergleich des einen mit dem anderen, was dasselbe ist. Vermutlich dasselbe ist. Ja, schließlich in den Hauptzutaten 42 Kilokalorien sind nämlich 10,2 Gramm Zucker. Das stimmt bei beiden über 1 pro 100 Milliliter. Aber in Dänemark ist davon 10,2 Gramm wirklich Zucker, in Deutschland davon nur 10,1 Gramm. Das ist schon mal sehr merkwürdig. Ja, und die haben nicht 0 Gramm und die haben 0,01 Gramm Salz. Tja. Das werden enorme Unterschiede sein. Genau, das werden wir dann demnächst wissen. Ja, was glaubst du, welche Farbe hat das? Das ist ja immer das lustige Spiel bei Dosen. Ich vermute, sie ist rot. Es wäre so lustig, wenn jetzt... Aber wäre sie knallig-roter oder so. Es gab doch mal eine blaue Fanta mit irgendeinem so Erdbeeraroma, oder? Nee, das war ein anderes Waldbeerenaroma. Das war so die war fürchterlich. So weit, so rot. Es riecht auch rot. Ja. Ja, übrigens, als Zutaten wird natürliches Kiwi-Aroma Ich gieße dann mal die hier daneben, damit ich mal... Macht eh keinen Unterschied, nur dieselben Gläser. Nein, natürliches Kiwi-Aroma wird erwähnt, was natürlich bedeutet, dass es nicht aus der Kiwi stammen muss. Aber von Erdbeeraroma, natürlicher Art, spricht hier kein Mensch. Ich finde, der Farbton sieht echt gleich aus. Mach doch mal noch ein Glas und mach es noch ein bisschen voller. Vielleicht ist dann die Lichtbrechung noch identischer. Also, lieber HD-Zuschauer, seht ihr einen Unterschied? Ich sehe nämlich keinen. Ich gesagt, ich rieche auch keinen. Obwohl, ist sie ein bisschen trüber? Ist sie in der Dose etwas trüber? In der Dose ist etwas trüber. Die Dänen kriegen das Zeug trüb hin. Oder liegt das daran, dass es eine durchsichtige Flasche ist und UV-Strahlung schon Erdbeer-, Kiwi-Aromen zerstört hat? Skål? Skål. Ein feiner... Also wenn man es sagt, finde ich, schmeckt man sogar ein bisschen Kiwi raus. Ich esse keine Kiwi, daher ist es für mich etwas schwer und muss mich voll und ganz auf deine Gemüse... Kiwi ist zum Beispiel etwas sauer und das merkt man üblicherweise hinten auf der Zunge, so ein saures, wenn man eine richtige Kiwi ist, manchmal sogar fast pelziges Gefühl. Ja. Vielleicht auch was zum Neutralisieren diesmal nehmen sollen. Ist es erdbeeriger aus Deutschland? Also ich finde, da schmeckt man schon einen Unterschied raus. Es ist nicht so der krasse Unterschied, das muss ich zugeben, aber das hier schmeckt eindeutig mehr nach Kiwi und etwas saurer. Ich würde sagen, da hast du recht. Das ist ein bisschen... Das hier ist milder, zuckiger. Milder, ja, milder ist gut. Ich wollte mich nicht süßer sagen. Das sind sie sowieso, das ist ja Fanta. Ja, das schon, aber... Ich meine, es ist ja auch in beiden gleich viel Zucker drin. Das ist ja... Nein, 0,1 Gramm Rundungsfehler sein, scheinen wir irgendwo verloren gegangen zu sein. Aber das hier hat was Saureres noch dabei, ein bisschen... Aber es ist gewollt oder nur eine Schamsinnverunreinigung? Wie gesagt, also ich habe den Eindruck, weil es ja auch ein etwas stärker, also mich erinnert es halt etwas mehr an Kiwi als das hier, weil hier schmecke ich die Kiwi gar nicht raus. Die scheint zwar irgendwie mit dabei zu sein, aber hier schmecke ich tatsächlich ein bisschen Kiwi raus. Ich glaube, am Ende ist es wirklich sehr Fanta, aber irgendwie Carlsberg macht den Tick anders als Coca-Cola Berlin. Das wird sein, also ich meine, offensichtlich sind die Farben, also die hier ist halt trüb, die hier ist nicht. Ja, das ist krass. Das ist immer noch so, das ist nicht, dass sich was gesetzt oder... Nee, das ist... offensichtlich wird das ein bisschen unterschiedlicher gestellt. Dann ist natürlich die ultimative Frage, welches deine Lieblings-Erdbeer-Kiwi-Fanta? Oh, ich bin ja so ein Erdbeer-Fanta-Fan. Ich kaufe dir eigentlich immer nur zum Schlimmbad und dann würde wieder keiner trinken und deswegen ist jedes Mal in den Test gerutscht. Ich bin da total unentschieden. Wenn ich die Wahl habe zwischen irgendeiner anderen Fanta und Erdbeer-Fanta, kaufe ich wahrscheinlich die andere. Sei es, taucht doch mal so eine Flasche mit diesen Blueberries auf. Die würde ich jetzt aber auch kaufen.
Ich glaube, die schlimmste Fanta ist die Zero. Ja. Ich muss sagen, wenn ich jetzt parallel immer weiter in den Gläsern trinke, merke ich umso weniger einen Unterschied, weil sich alles schon im Mundraum festgesetzt hat. Aber vielleicht würde ich sogar der dänischen Tick vorzugeben, weil die ein bisschen noch exotischer war. Ja, das ist halt ein bisschen exotischer. Aber an sich ist halt nicht echt gleichwertig. Ich finde, es keiner davon ist das Geschmackserlebnis, auf das ich seit Jahren gewartet habe. Und deswegen war er so begeistert, dass ich sie für 85 Cent im Asialaden gekauft habe. Also, was ist das für ein Preis? Viel zu teuer. 2,50 der Liter. Gegen, die habe ich glaube ich für 60 Cent den Liter gekauft. Ja. Dafür klarer Punktsieg für das einheimische Produkt, auch wenn das befandet ist. Und das natürlich nicht, obwohl wir in Dänemark auch einen Pflichtpfand haben. Ja, aber das war ja eine Exportflasche. Das war wohl eine Export, ja. Wenn nichts draufsteht. Ja. Und damit, wir haben schon wieder neues, tolles Zeug in Köcher. Freut euch drauf. Bis demnächst. Ciao.